Du merkst ja, dass du älter wirst, wenn du so 30 Jahre nach deiner Kindheit nochmal Over the Top guckst mit Sylvester Stallone als Trucker und Armdrücker und feststellst, dass du den Großvater mittlerweile verstehen kannst, der den Sohn für sich einbehalten möchte. Ah, meine Lieben, herzlich willkommen in der Hombrede, der künstlerischen Heimat von Sylvia Witt und Oliver Uschmann und dem geistigen Zuhause der Hartmut und ich-Figuren. Ich habe hier an diesem Tisch, in diesem Raum, vor ein paar Tagen meinen Auftritt für Cybertotal aufgenommen. Cybertotal ist die virtuelle, keimfreie Variante des wunderbaren Festivals Bochum Total, das normalerweise in der Bochumer Innenstadt stattfindet. Und in Zeiten des neuen Normal ist das natürlich alles ins Netz verlagert worden. Und was auch zum Beispiel das neue Normal auszeichnet, ist, dass kürzlich auf dem Küchenkalender vorgedruckt stand, EM-Finale. Am 12. Juli wäre das Finale der Europameisterschaft der Herren im Fußball gewesen. Und selbst ich als Fußballkolumnist, meine Radiokolumne Schrägstrich Podcast unten verlinkt, habe es nicht gemerkt. Stattdessen hatte ich einen Abend zuvor auf dem Smartphone mit Amazon Prime, das Video ist nicht gesponsert, das Spiel Ingolstadt gegen Nürnberg geguckt, Relegation, zweite, dritte Liga. Und ich muss euch sagen, es war das Spannendste, das Aufregendste, das technisch feurigste, brillanteste, dramatischste Fußballspiel seit langer Zeit. Ingolstadt gegen Nürnberg. Das ist auch das neue Normal. Aber davon wollte ich gar nicht berichten. Ich wollte einfach nur eine kleine Vorrede halten für meinen Auftritt bei Cybertotal. Der wurde auf dem virtuellen Bochum Total gesendet um 20 Uhr am Freitagabend auf der virtuellen Wortschatzbühne und dann war es erledigt. Und damit er für die Nachwelt erhalten bleibt, ist er zum einen im Archiv aller Auftritte von Cybertotal, das auch unten verlinkt ist, zu sehen im Original und hier auf dem Hartmut und ich-Kanal als Aufzeichnung für die Ewigkeit. Und ich schicke dieser Aufnahme, die dann gleich beginnt, diese kleine Vorrede vor, damit ihr euch nicht erschreckt, denn bei dem eigentlichen Auftritt, der gleich folgt, wird es zwischen der ersten Szene, die ich mit diesem Mikrofon hier aufgenommen habe, und allen anderen Szenen danach, die ich mit dem älteren Stabmikrofon aufgenommen habe, einen Sprung in der Lautstärke geben, der euch von dem Sofa fegen wird. Und warum? Weil ich sämtliche Ursprungsaufnahmen des Gigs, die ich alle mit diesem Mikrofon gemacht habe, verloren habe. Bis auf die erste, wegen Speicherkartenfehler. Und dann habe ich am gleichen Tag, wo abends der Auftritt war, alles nochmal neu aufgezeichnet mit dem anderen Mikro, weil man da die Tonspuren nicht manuell unterlegen muss, hinterher, sondern weil sie direkt in die Kamera gehen. Ja, dementsprechend der völlig unprofessionelle Unterschied in der Lautstärke, der gleich folgt. Wenn ihr meinen Auftritt von Cybertotal 2020 hier auf diesem Kanal euch anschaut, wann auch immer, vielleicht schaut ihr das im Jahre 2075, wer weiß. Wir sind alle längst entweder in die Matrix eingespeist oder das Netz ist unter der Menge der produzierten Daten zusammengebrochen und wir leben alle wieder auf unseren Höfen mit unseren Tieren und dem quietschenden Brunnen, aus dem wir den Eimer raufziehen. Was mir sehr gefällt, ist, dass bei diesem münsterländischen Wasser Salvus die Mineraliendaten einfach in das Etikett gedruckt sind, sodass man auf die Rückseite, sodass man durch das Glas gucken muss, um sie zu lesen. Das finde ich derartig umständlich, dass es schon wieder überaus murpig ist und von besonders von Hartmut sehr gelobt wird für seine Murpigkeit.
Ja, meine Lieben, ich wünsche euch also nun viel Spaß mit dem aufgezeichneten Auftritt von Cybertotal 2020 zum Thema 15 Jahre Hartmut und ich. Viel Spaß. Hallo Bochum, ich bin's, Oliver Uschmann. Und hier übrigens unser Hauskater. Einer der beiden. Gandhi, nicht Yannick. Herzlich willkommen bei Bochum Total in der Form von Cyber Total in der Epoche des neuen Normal. Der Reim war übrigens nicht beabsichtigt. Die Epoche des neuen Normal zeichnet sich dadurch aus, dass ich mit dieser Dexter-Schutzmaske und dem Mundschutz in einen Baumarkt gehen, ein paar Meter Seile, extra starke Folie und einige Liter Chlorbleiche kaufen könnte, ohne dass die Baumarktleitung die Polizei ruft. Ja, ihr Lieben, ich muss euch was gestehen. Ich habe heute den ganzen Tag hier in diesem Raum versucht, meinen Auftritt für Cybertotal aufzunehmen. Im Stehen, gestikulierend, ganz so, als wären wir gemeinsam auf Bochum Total. Als würde der Wind durch die Bäume fegen und in den Blättern herumzupfen, wie eine Mutter in den wuscheligen Haaren ihres Jungen. Als würde es nach Bier riechen und nach Wurst und als würden die Bässe ertönen von den Musikbühnen irgendwo da hinten und als würde irgendwo ein Dixie umfallen. Und ich muss euch sagen, es hat überhaupt nicht funktioniert. Es wirkte aufgesetzt. Und während ich das so versuchte, immer wieder neu, streckte irgendwann Hartmut den Kopf durch die Tür und meinte, wie er so ist, manchmal spricht er in so philosophischen Einzeilern, meinte, das Medium ist die Message. Zack, war der Kopf wieder weg. Und wie das so ist, wenn Hartmut was sagt, man fängt an zu überlegen. Und dann wurde mir klar, wir sind eben nicht bei Bochum Total. Wir sind nicht unter freiem Himmel. Es ist mitten in der Nacht. Die Katze krabbelt über den Tisch. Wir sind in einer Zeit, in der L'Oréal statt Kosmetik Desinfektionsmittel für die Hände herstellt. Also sollten wir uns dem Medium anpassen. Und dementsprechend heute eine leisere, gemütlichere Show hier aus der Hombrede, dem künstlerischen Zuhause von Silvia Witt und meiner Wenigkeit, Oliver Uschmann. Wir sind ja die Eltern der Hartmut und Ich-Welt und der Hartmut und Ich-Figuren. Und die Hartmut und Ich-Figuren leben hier um uns herum, sprechen mit uns und beseelen uns jeden Tag. Vor allem in dieser Zeit, in der ich gebe es zu, dem Wahnsinn nahe bin. Bochum, was ihr da eben gesehen habt, war mein wunderbares Intro, das ich aufgenommen habe neulich nachts im Zustand fortgeschrittenen Irrsinns mit meinem guten Mikro, diesem riesigen silbernen Yeti Blue. Und ich hatte noch viel mehr in dieser Nacht aufgenommen und musste dann feststellen, dass mir die Dateien teilweise kaputt gegangen sind. Getreu des Mottos von Hartmut sei unperfekt. Daher habe ich jetzt hier mein zweitbestes Mikro, dieses alte Schule Stabmikro, und werde etwas machen, das man im Grunde wie eine Live-Lesung bezeichnen kann. Es ist nicht live, aber es ist wie live, denn ich habe keine Zeit mehr zu schneiden, ich habe keine Zeit mehr, die mit dem anderen Mikro per UPS, UPS, der war nicht geplant, per UBS, USB, so aufgezeichneten Tonspuren
dem Video unterzuschieben, ja, wie Beweismittel, diese Zeit habe ich nicht mehr. Mein Auftritt naht und dementsprechend nehme ich diesen neuen Block kurz vor knapp, wie einst, wenn man die Schularbeiten sonntags nachts gemacht hat, wo montags morgens um 8 der Lehrer stand, auf, nahezu am Stück, nahezu ohne Schnitt, direkt in dieses Mikro und dort in diese Kamera hinein, so dass ich nicht mehr basteln muss. Das hat für euch den Vorteil, dass das hier jetzt wirklich so improvisiert ist, als würde ich live streamen. Was ich nicht tue, weil, ja, weil ich dem Streaming nicht traue, dem Livestreaming. Ihr müsst euch vorstellen, die Hombrede hier, das ist das Münsterland. Ja, die Hartmut-Figuren sind ja vor geraumer Zeit mit uns aus dem Ruhrgebiet ins katholische Provinz, Münsterland gezogen. Ja, Provinz will ich gar nicht sagen, Provinz klingt so piefig. Das ist ein Idyll hier mit Teichen und mit zum Beispiel hier vom Fenster dieses Kellerraumes blüht der gelbe Pippau, der gemeine Pippau heißt es, glaube ich. Ich traue mich gar nicht, den zu mähen. Der tut mir leid, der Pippau, das sind so kleine gelbe Blüten. Es ist jedenfalls sehr ländlich. Und da kann es auch schon mal sein, dass so ein Livestream plötzlich hakt und ihr da so guckt und euer Bierchen trinkt und euch vorstellt, wir wären gemeinsam bei Bochum Total und plötzlich ist alles nur ruckelig und das möchte ich nicht. Daher diese Improvisation, die ich jetzt hier für euch mache. Es ist derartig improvisiert, dass ich nicht mal mehr ein echtes Bier habe zur Begleitung für Bochum Total, sondern nur ein Jever-Fun, kein gesponsertes Video, freiwillig. Aber ich stoße trotzdem mit euch an. Prost, wir stoßen an, klonk. Denn es gibt etwas zu feiern. 15 Jahre Hartmut und ich. Der erste Teil von Hartmut und ich mit dem Titel Hartmut und ich ist im Juni 2005 bei Fischer erschienen. Und es waren völlig andere Zeiten. Es gab noch keine Smartphones. Es gab noch keine sozialen Netzwerke. Es gab kein Spotify, kein Corona, sowieso nicht, also das Bier schon. Und der Verlag hat sich damals tatsächlich getraut, in der Verlagsankündigung, die die Buchhändler dann zum Beispiel bekommen, um zu beurteilen, ob sie ein Buch kaufen wollen, reinzuschreiben, der größte Knaller seit Ben Hur. Das habe nicht ich erfunden, den Spruch, sondern der damalige Lektor. Ja, und seit 15 Jahren existiert die Hartmut und ich-Welt. Und in diesem Jahr ist der neue Band erschienen, Lost Levels, Hartmut und ich schlagen auf. Und als ich hier jetzt schon mehrfache Versuche gemacht habe, diesen Cyber-Total-Auftritt aufzuzeichnen, die ja alle irgendwie gescheitert sind, hat Hartmut zwischendurch den Kopf hier in die Tür gestreckt, mit seinen Koteletten zuerst und dann kam das Kinn und dann die Nase. Ich hoffe, ich habe es nicht in dem Intro schon erwähnt, das ich jetzt doch verwende. Und hat gesagt, das Medium ist die Message. Ja, sollte ich das vorhin in dem Intro mit der Maske auch schon erwähnt haben, verzeiht es mir. Und dann wurde mir klar, ich kann hier eben nicht so tun, als wenn tatsächlich Bochum Total wäre und im Stehen spielen und irgendwie mit Headset und herumfuchteln. Und ich werde auch nicht nur die Hits aussuchen, sondern ich mache etwas Revolutionäres. Ich fange am Anfang an. Denn Lost Levels erzählt die Vorgeschichte, wie Hartmut und ich sich kennengelernt haben, wie sie auf der Schule sich kennenlernen. Das müsst ihr euch so vorstellen. Der Ich-Erzähler war schon immer auf diesem Gymnasium am Niederrhein. Wir reden hier von der Stadt Wesel. Und Hartmut kam erst in der 7. Klasse dazu. Und jetzt ist es ja damals so gewesen in der Schule, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei uns war das so, Menschen aus der Parallelklasse hat man beobachtet, man hat sie beurteilt, man hat über sie gesprochen und nicht mit ihnen gesprochen. Man hat sie in Kategorien eingeteilt, wie so Figürchen in Setzkästen, die es früher gab, die man an der Wand hatte. Und ja, man hat sie aber nicht angesprochen, man hat nur über sie gesprochen. Was unter Erwachsenen natürlich vollkommen undenkbar ist, aber so war das als Teenager. So hat der Ich-Erzähler also Hartmut S. in der 10. Klasse aufwärts angesprochen, wo dann in der Oberstufe die Kurse sich gemischt haben, obwohl er ihn schon immer faszinierend fand. Zum Beispiel hat Hartmut als Siebtklässler den Rundlauf an der Tischtennisplatte so gespielt, dass er neben die Platte verschiedenste Objekte hingelegt hat. Geschichtsbuch, Mathebuch, ein Frühstücksbrettchen oder auch ein leerer Zweitakt-Motorölkanister und hat dann immer pro Runde, wo er gelaufen ist, einen anderen Schläger genommen und den verwendet. Und er hat es nicht gemacht,
Und das ist der entscheidende Punkt, um aufzufallen. Er hat es nicht gemacht, wie man es heute machen würde, damit ein Kumpel das aufnimmt und dann wird das auf TikTok gestellt. Aha. Nein, er hat es gemacht für sich, weil er in diesem murpigen Verhalten aufgegangen ist. Und zwar lange bevor er selbst als erwachsener Mensch den Begriff Murp, hier ja damals auch in dem vierten Band, titelgebend erfunden hat für kindliches, für freies, für Pippi Langstrumpfeskes, anarchistisches Verhalten. Und das hat der Ich-Erzähler beobachtet und fand das faszinierend. Und als sie dann endlich Jahre später in die Oberstufe kommen und die Parallelklassenfeindschaft sich aufhebt, befreunden sie sich und schnell wird der Ich-Erzähler sozusagen einerseits zu Hartmuts Assistenten, der seinem Wahnsinn zuspielt und andererseits auch zu dem, der ihn immer ein bisschen in seinem Wahnsinn bremsen muss. Hier beispielsweise in der ersten Geschichte des siebten Hartmut und Ichs, der aber chronologisch betrachtet der nullte ist, der Anfang von allem, nimmt Hartmut jede Woche ein Schulfach. So richtig, richtig ernst. Und in dieser Woche hier ist es Religion. Hartmut steht auf dem Schulhof und verteilt Fisch im Brötchen. Ich schneide sie auf, lege den Matjes hinein und reiche sie ihm. Kross fliegen die Krümel, wenn die Zacken meines Messers das Gebäck zerteilen. An der Stelle stelle ich mir gerne vor, wie in 30 Jahren Germanisten die Hartmut-Literatur auseinandernehmen in Proseminaren und hier den ersten Abschnitt des chronologisch gesehen ersten Buches nehmen und über Klang sprechen. Und wie dann die Studierenden der Zukunft feststellen, dass hier K-Klänge für das Knusprige der Brötchen und Z-Klänge für das Scharfe des Messers verwendet werden. Kross, ich betone nochmal, kross fliegen die Krümel, wenn die Zacken meines Messers das Gebäck zerteilen. Und irgend so ein Lästerer sagt dann in dem Kurs, das haben die Witt und der Uschmann doch damals nicht absichtlich so konzipiert, dass das dann auch tatsächlich so klingt wie ein Zackenmesser im Brötchen. Und ich sage, doch. Teilweise denken wir hier monatelang über zwei Sätze nach, meine lieben Freunde. Denn wir nehmen Bücher ernst. Als Theke für seine Gaben verwendet Hartmut die Tischtennisplatte. Sie besteht aus Granit und Stahl und stand, wie er sagt, immer schon hier lange vor der Schule. Also quasi wie so ein Monolith, ne? Also in der Urzeit stand die schon da und drumherum wurden irgendwann Höfe gebaut und Marktplätze und Jahrhunderte später die Schule. Den Fünfklässlern erzählt er gerne, wie das Gymnasium einst um die Tischtennisplatte herum errichtet wurde, wie die Menschen sich fragten, wo sie wohl herkam, diese Platte der Ewigkeit. Natürlich kommt dann irgendwann der Hausmeister, du kannst ja nicht als 17-Jähriger oder so einfach Fischbrötchen am Schulhof verteilen, allein schon aus hygienischen Gründen, ne? Stichwort Salmonellen. Was machen Sie denn da? Hausmeister Höttgen stapft auf die Tischtennisplatte zu. Er hat es nicht leicht mit uns. Schon ganz normale Schüler sind ihm ein Graus, doch Hartmut ist der Fluch seines Lebens. Ich speise die 5000, sagt Hartmut. Ja gut, jetzt sind es hier eher 200, aber man muss die Bibel ja nicht wörtlicher nehmen als der Papst. Päpstlicher nehmen als der Papst. Der Hausmeister holt den Direktor. Herr Hartmann, ruft der Direktor, noch 10 Meter von der Fischplatte entfernt. Hartmut nickt ihm freundlich zu. Direktor Knüfer, sagt er, möchten Sie auch Brot und Fisch? Was soll der Unsinn, entgegnet der Direktor undankbar und Hausmeister Höttgen schüttelt den Kopf und sagt, ich habe immer vor diesem Jungen gewarnt. Ja, und er hat mit Recht gewarnt, denn Hartmut ist ein Don Quixote. Er ist mehr als ein Don Quixote. Hartmut kämpft nicht nur gegen Windmühlen, er möchte die Windmühle umbauen, er möchte die Windmühle umgestalten, er möchte in die Windmühle murpige Wohnungen hineinbauen und am besten noch die Flügelform verändern. So ist Hartmut
Und bevor wir gleich weitermachen, werde ich eine Zwischenspeicherung tätigen, um sicherzugehen, dass es diesmal funktioniert. CyberTotal, holt euch ein frisches Bier, wir sehen uns gleich wieder. Für euch vergeht dann gar keine Zeit, weil ich diesen Einschnitt setze. Score! So, Bochum, was ich hier habe, passt gut zum Hartmut-Jubiläum. Das sind gemischte Papiere, teilweise aus meiner Kindheit, die ich seit 15 Jahren einfach so mitnehme zu Lesungen und ab und zu daraus zitiere. Mit der Schreibmaschine geschriebene Listen des 12-jährigen Oliver. Hier, richtig Schreibmaschine. Zum Beispiel hier. Die LP, Langspielplatte, Top 20 des Jahres, des 12-jährigen Oliver. Nehmen wir mal ein paar Plätze raus. Platz 8, Styx, The Grand Illusion. Damals aber tatsächlich als Kassette geliehen aus der Bibliothek, so alt bin ich schon. Platz 3, Roxette, Look Sharp, ein absoluter Klassiker. Oder auch, da könnt ihr euch mal vorstellen, was ich für ein sanftmütiger Teenager gewesen bin. Platz 13, Michael Bolton, Soul Provider. Puh. Ja, ihr seht, ich war eine ganz seltsame Form von Nerd. Dann mal hier. Tischtennis-Liga meiner Kindheit. Puh. Weseler TV 2, da habe ich gespielt. Vorletzter. 11 zu 25 Spiele, 60 zu 86 Punkte. Der Erfolg an der Platte war mir, anders als Hartmut beim Wundlauf, nicht vergönnt. Ja, also, Hartmut und ich lernen sich auf der Schule kennen. Und irgendwann kommt der Zivildienst, es kommen Bundeswehr beim Ich-Erzähler. Und dann kommt diese, ja, wie soll man die eigentlich nennen? Das gibt es ja nicht mehr, ne? Heutzutage gibt es keine Pflicht mehr für Zivildienst oder für Bundeswehr. Heutzutage geht ihr ja, wenn ihr noch so jung seid, von der Schule direkt zur Uni. Aber damals gab es eben dieses Zwischenstück, Zivildienst und dann Bund. Und dann kam etwas, das heutzutage im Effizienzzeitalter überhaupt nicht mehr denkbar. Dann hat man sich noch zwischen dem Ende von Zivildienst und Bundeswehr und dem Beginn des neuen Lebensabschnittes, was auch immer das war, Zeit genommen, um einfach so in der Gegend herumzumäandern. Und in dieser Zeit, nennen wir sie die murpige Mäanderzeit, ist der Ich-Erzähler schon beschäftigt bei UPS in Wesel. Da gibt es nämlich auch so eine große Halle, wo die oder gab es, ich weiß nicht, ob es noch gibt, wo die Pakete auf dem Fließband kommen aus den kleinen Autos und dann müssen sie eben von dem Fließband runtergerobbt werden, sortiert nach Postleitzahlen und in die großen Trucks geworfen und dort zu Tetris-artigen Wänden gestapelt. Da beginnt der Ich-Erzähler mit diesem Job. Und Hartmut beschäftigt sich zu der Zeit mit den historischen Orten der Stadt und er versucht, Geschichte zu atmen in jedem Grashalm. Gleichzeitig sitzt er in dem alten Holzstoffsessel der Stadtbibliothek in der Ecke für Philosophie und fängt Schulkinder ab, die da hinkommen, was heißt Kinder, so Teenager, die nur kurz was nachschlagen wollen und erzählt ihnen die Weltphilosophie. Jetzt hat Hartmut den Ich-Erzähler von einem Arbeitstag bei UPS abgeholt. Und ihr müsst euch vorstellen, nach dem Arbeitstag stehen die rustikalen Kollegen draußen am Auto und einer dieser UPS-Kollegen hat sein Auto wie amerikanische Gangster in den alten Gangster-Rap-Videos mit einer Hydraulikanlage ausgestattet. Er sitzt da also in dem Wagen, alle stehen drumherum, trinken ihr Bier, der Wagen hüpft und die hören klassischen Gangster-Rap wie Dr. Dre, ja? And all the bitches saying, let me ride! Und das entsetzt Hartmut ganz fürchterlich. Sie fahren mit den Fahrrädern ein Stückchen weiter zur Zitadelle, wo Hartmut einen Vortrag hält über den geschichtlichen Atem der Zitadelle. Und dann rückt er damit raus, wie entsetzt er darüber ist, was er gerade bei UPS erleben musste.
Sag mal, hat er das ernst gemeint? Mit dem hüpfenden Auto? Und den Bitches? Errol, frage ich, klar. Der hat keine ironische Distanz zu seinem Hobby, wenn du das meinst. Aber das ist doch erbärmlich, sagt Hartmut. Ich stutze. Gut, ich würde mein Geld nun auch nicht gerade in Hydraulikanlagen am Auto investieren, aber ich kann nicht akzeptieren, dass er meinen Kollegen erbärmlich nennt. Der belesene Professor Hartmann. Wieso? Frage ich. Na, weil, regt sich Hartmut auf und verkleckert Bier auf dem Gras. So ein dickes Auto und dann dieser Gangster-Rap, das soll doch bloß Macht demonstrieren, wie bei diesen Musikern, die das aufnehmen und Millionen damit machen und ihre Autotür nur dafür nutzen, die teure Rolex am Handgelenk heraushängen zu lassen. Ja, sicher. Und? Ja, wie und? Klappt das etwa nicht? Hartmut legt die Stirn in Falten. Ach, nicht nur die Stirn, das ganze Gesicht. Da weiß ich gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Ich schon, sage ich und weiß es tatsächlich. Es spielt keine Rolle, ob man das geschmacklos findet oder nicht, Hartmut. Am Ende ist es doch einfach so. Errol kann einen BMW umbauen und du nicht. Er hat Bizeps und Trizeps und keine Angst davor, sich mit Leuten anzulegen. Und der stinkreiche Dr. Dre hat seine Ersparnisse nicht auf einem Konto liegen, das seine Mutter ihm noch freigeben muss, wenn er soweit ist, Hartmut. Sondern er kann das Geld direkt in teure Uhren investieren, die im Übrigen nie an Wert verlieren. Da frag dich doch mal, wer im Zweifel in dieser harten Welt überlebensfähiger ist, wenn der Strom ausfällt und sich die Stadtbewohner wieder hinter der Zitadelle verbarrikadieren. Das ist archaisches Denken, empört sich Hartmut. Sagte der kluge Mann in weiser Überlegenheit dem Säbelzahntiger, bevor er gefressen wurde. Kontere ich. Und Hartmut kann das nicht fassen, dass sein Kumpel, der ja immer schon etwas rustikaler war als er, das so, ja, wirklich so primitiv sieht mit der Männlichkeit, ne? Aber der legt noch einen drauf, der ich erzähle. Weißt du was, Hartmut? Jedermann ist beeindruckt von primitiver Stärke. Jeder. Sich über den Löwen lustig zu machen, während man selbst ein Eichhörnchen ist, hat wohl mehr mit dem Eichhörnchen als mit dem Löwen zu tun. Hartmut schüttelt den Kopf und macht einen Gesichtsausdruck wie eine Mutter, die gleich sagt, sie sei nicht wütend, aber sehr enttäuscht. Ein Windstoß heult durch die Öffnungen unserer Bierdosen. Du gehst da einfach so malochen und stürzt dich in diese Welt von Machos und Hydraulikautos, während ich in der Bibliothek versuche, große Traditionen fortzuführen. Heute alleine, da blieb ein Schüler sitzen, als wir ins Gespräch kamen, und dann habe ich losgelegt und ihm alles erklärt. Die Aufklärung, der kategorische Imperativ, die Toleranz, das offene Denken. Jetzt lasse ich aus meinen Nasenlöchern Luft entweichen. Die Toleranz. Das offene Denken, dafür stehst du, Hartmut. Ja, sicher doch, anders als... Ja, komm, komm. Sag ich, sprich's doch einfach aus. Du meinst anders als wir Proleten da hinten, ne? Tja, das ist natürlich die pure Toleranz. Ja, so habe ich das auch nicht gemeint, sagt Hartmut. Doch, genau so hast du das gemeint, sage ich. Du verachtest mich, weil ich das schon immer für dich war. Von Anfang an ein Prolet. Nein, jammert Hartmut. Und der Ich-Erzähler fährt jetzt beleidigt mit seinem Fahrrad weg nach Hause und Hartmut kann überhaupt nicht ertragen, dass die beiden sich zerstritten haben. Das ist im Übrigen ganz interessant für die, die selber von euch schreiben. Es gibt einen Drehbuch- und Erzähltechnik-Guru, der heißt Blake Snyder und der hat das legendäre Buch geschrieben, Rette die Katze, Save the Cat. Das Buch selbst und der Titel ist schon eine Art, ja, ein entsprechender Name für Storytelling-Handwerk. Und der Blake Snyder behauptet, das könnte ich euch jetzt mal so als Wasserspenderwissen mitgeben, zum Weitererzählen, es gäbe auf der ganzen Welt nur 10 Arten von Geschichten. 10 Typen von Geschichten, in die man alles einordnen kann. Zum Beispiel heißt ein Typus Übergangsritus, also wenn man von einem Zustand in einen anderen hineinwächst, wie bei Pubertätsromanen auf dem Weg zum Erwachsensein. Oder auch wenn man, was ist das nochmal, das ist eingewiesen, wenn man in ein bestimmtes Milieu oder in eine Sekte oder vom Land in die Stadt,
man sagt dazu manchmal auch Fish-out-of-water-Geschichte, kommt und dann in dem neuen Umfeld sich orientieren muss. So gibt es ja so Geschichtentypen. Und Hartmut und ich gehört laut Blake Snyder zum Geschichtentyp geliebter Kumpel. Im Grunde also Buddy oder Bro, Bromance. Und der Punkt ist, dass der Snyder keinen Unterschied macht. Stellt euch das mal vor, zwischen Liebesgeschichte und zwischen Freundschaftsgeschichte. Das ist für ihn ein Genre, ganz egal, ob es tatsächlich um Leidenschaft geht und alles oder tatsächlich ausschließlich um Buddies, weil in beiden Fällen ist es kaum auszuhalten, wenn der Mensch, den man liebt oder den man sehr gern hat, sauer auf einen ist. Und Hartmut hält das gerade auch nicht aus und er kommt dann abends zu dem Hochhaus, in dem der Ich-Erzähler zu dieser Zeit noch lebt. Im Übrigen das gleiche Hochhaus, in dem Dennis Klein aus dem Jugendroman Das Gegenteil von oben lebt. Die beiden sind auch Cousins. Und der Ich-Erzähler spielt patzig das absichtlich prolligste Spiel, das er für die PlayStation 1 hat. Xena, Warrior Princess. Und es klingelt an der Tür. Mal hier direkt so simulieren. Bing bong. Mama! Tür! Kann nicht, antwortet meine Mutter. Bin auf dem Klo. Ich stelle auf Pause und gehe in den Flur. Die Tür des Badezimmers steht halb offen, sodass ich meine Erzeugerin schon wieder in voller Pracht beim Geschäft beobachten kann. Das ist die absolute Unsitte von Ichs Mutter. Die kommt auch einfach in das Badezimmer und geht auf Klo, während er badet. Und er fühlt sich dann im Grunde wie so ein Haustier, wie so ein Karpfen. An einer Stelle sagt er, sie hat keinen Sohn, sie hat einen Karpfen. Auf ihren nackten Beinen liegt ein aufgeschlagener Gartenbaukatalog, der dicker ist als das Telefonbuch von Berlin. Das kann dauern. Ich hebe den Hörer von der Gegensprechanlage ab. Ja, hier ist der doofe Mann, sagt Hartmut. Kenn ich nicht, sage ich. Komm schon, sagt er. Ich habe auch gutes Bier dabei. In Flaschen. Guck mal, direkt. Kann ich mir direkt noch einen Schluck alkoholfreies Bier gönnen? Prost, Bochum. Stellt euch zwischendurch trotzdem mal vor, wir würden an der Wortschatzbühne stehen und der Wind fächert durch die Bäume wie eine Mutter mit den Fingern durch das wuschelige, strohblonde Haar ihres Jungen und es riecht nach Bier und Wurst und nach der Mischung aus Schweiß und Deo eures Nebenmannes und Nebenfraues und irgendwo da hinten sind diese Bassklänge von den Bands, von den entfernten Bühnen. Könnt ihr euch zwischendurch durchaus mal vorstellen. Hartmut hat Flaschenbier mitgebracht. Sie gehen in das Jugendzimmer von Ich und Hartmut hat eine Holzlatte dabei. Das Ding ist beschriftet mit schwarzem Edding. Sapere Aude steht darauf und an anderer Stelle wage es, weise zu sein. Was ist das? Frage ich und Hartmut sagt, das ist mein Kantholz. Damit prügle ich den Menschen die Vernunft ein. Ja, alles meiner Lieblingsrequisiten aller Zeiten. Ich habe dieses Kantholz auch schon seit ungefähr 15 Jahren, seit Hartmut existiert, auf Lesungen dabei. Denn dass Hartmut dieses Kantholz hat, das kommt zwar erst das erste Mal in dem neuen Buch zur Sprache, das eben in der alten Zeit spielt, das war aber schon klar, als das erste Buch entstanden ist. Denn die Hartmut-Welt, die hat im Grunde schon immer irgendwo existiert und ist dann durch Silvia und mich sozusagen in die Welt imitiert, nach und nach. Ah, Bochum. Ich finde diese Listen hier, die sich über die Jahre angesammelt haben, ja selber immer wieder spannend. Zum Beispiel hier Ollis Spielecharts für den Commodore 64. Gut, dass ihr das nicht sehen könnt, dass ich mit 12 Jahren offenbar Ollis immer noch mit Apostroph S geschrieben habe. Also das schlimmste Fettnäpfchen, in das man orthografisch treten kann.
Ollis Spielecharts für den C64, Platz 3. Wonderboy, Genre Geschicklichkeit, also Jump'n'Run. 85% Wertung. Damals hat man in den Videospielmagazinen und ich für mich selber auch in Prozenten gewertet. Steht hier eine Zeile, durchgespielt? Nein. Platz Nummer 2, Armalite, Action Shooter. Wert 88%. Durchgespielt? Nein. Platz Nummer 1, R-Type, Shooter, 90%. Durchgespielt? Nein. Und da muss ich feststellen, ich habe offenbar keinen langen Atem gehabt als Kind. Denn das einzige Spiel, was hier als durchgespielt markiert ist, ist California Games. Da können sich die Älteren unter euch entsinnen. Da hat man zum Beispiel 100 Meter Lauf und Höhenlauf gemacht, indem man den Joystick vom C64 so von oben gepackt hat und da musste man ganz schnell rütteln. Und durch das Rütteln entstand das Laufen der Beinchen der Figuren. Damals waren Spiele sozusagen noch Sport. Das war also wirklich E-Sport, nicht wie heute, sondern es war E-Sport, weil man nämlich davon Trizeps und Bizeps nur von dem Joystick gekriegt hat. Und auf der Rückseite, das ist mir jetzt erst aufgefallen, auf der Rückseite, das sind so Zettel, die meine Eltern damals mitgebracht haben. Mein Vater war Getränkehändler, aber meine Mutter hat mal eine Zeit lang in einer Brunnenbohrfirma gearbeitet, als Sekretärin. Und offensichtlich ist das ein Blatt einer Brunnenbaufirma, und zwar das Formblatt D16 über Lanzenschraubbläser. Und ich habe in meinem Germanistikstudium gelernt, je nachdem, wie man es ansetzt, kann alles Literatur sein. Und ich finde, ich muss mal hier den Punkt 3.5 über die Stopfbuchse-Innenrohrabdichtung zitieren, dann werdet ihr merken, auch das ist in gewisser Weise Literatur. Also stellt euch vor, wir sind hier jetzt in Klagenfurt beim Literaturwettbewerb. Und ich habe mich auch schon pathetisch vielleicht hier so ein bisschen mit einer Rasierklinge angeschnitten und es tropft jetzt so ganz. Und ich tue so, als wäre ich voll der Künstler und dann lese ich, natürlich auch Migräne geplagt, die Stopfbuchspackung besteht aus 2 geteilten Führungsringen und 4 Graphitringen. Bei der Anlieferung des Bläsers ist die Stopfbuchspackung ordnungsgemäß eingebaut. Die Stopfbuchsbrille ist nur leicht angezogen. Hier hätte ich, wenn es wirklich Literatur wäre, ein Hingegen eingefügt und geschrieben, die Stopfbuchsbrille ist hingegen nur leicht angezogen. Und ich finde auch die Doppeldeutigkeit schön, dass sie nur leicht angezogen ist. Da sitzt, was immer das ist, ich kann es mir gar nicht vorstellen, was es ist, aber wahrscheinlich sowas Ähnliches wie eine Rapille. Die Stopfbuchsbrille sehe ich jetzt vor mir, wie sie nur in so einer geblümten Badehose da rumläuft. Da wird wahrscheinlich irgend so ein Flansch sein. Und jetzt sehe ich den Flansch quasi mit 2 Augen und einem Mund und einer Nase drauf gemalt. Und der Flansch läuft da lang in einer Badehose, weil er ist ja nur leicht angezogen. Ja, ihr seht, ich liebe die Sprache und ihre Vieldeutigkeit und ich sage erneut Prost und mache eine kleine Zwischenspeicherung. Bis gleich. Ach, Bochum. Was hier für Platten stehen aus meiner Kindheit. London Beat, MC Hammer, die Toten Hosen auf dem Kreuzzug ins Glück. Ja, die frühen Hartmut und ich Romane, Hartmut und ich und Vollbeschäftigt und jetzt auch der neue, der ja eben früher spielt, der biegt sich dann in die WG-Zeit hinein und spielt dann, füllt quasi Lücken aus in den Episoden der ersten beiden Bände. Das sind schon nostalgische Zeiten aus heutiger Sicht. Damals, jetzt kommt nochmal so ein Wasserspenderwissen. Damals hat man noch richtig Geld verdient in der Musikindustrie. Ich bin ja auch seit 20 Jahren Musikjournalist und ich kann euch sagen, ich habe das Gefühl, ich bin da schon 200 Jahre so viel, wie sich geändert hat. Es war damals so, dass du als Chartband mit einem einzigen Lied, das du auf Bravo Hits platziert hast, auf der CD, die dann auch immer vollkommen zerkratzt auf irgendwelchen Feiern herumlag, ja, neben den Rocksachen, und dann hat man trotzdem mit besoffenem Kopf irgendwie noch so eine Bravo-Hits aus so einer Doppelklappe rausgeholt und dann flogen diese kleinen Zacken ab von dem Jewel Case und dann hat man
die Bravo-CD so besoffen eingelegt, wenn man den einen Song von Stiltskin gesucht hat. Oder um Himmels Willen, von Liquido. Ihr wisst. Jedenfalls war das die Zeit, da hat ein Lied auf einer Bravo-Hits gereicht, wenn man ein entsprechend bekannter Künstler war, um eine Eigentumswohnung zu finanzieren. Das waren ganz andere Zeiten als Spotify. Und das waren die Zeiten, in denen auch Bochum Total noch anders aussah, kann man sagen. Und ich möchte hier eine kleine Anekdote zitieren aus dem zweiten Hartmut und Ich-Band Voll beschäftigt, in dem Bochum Total ausgiebig vorkommt. Und in dem schon wieder ein Aspekt auftritt für potenzielle Bachelor- oder Masterarbeiten über Hartmut. Neben dem Aspekt Klang der Sprache ist es der Aspekt comichafte Übertriebenheit der Darstellung. Also hier ein Einblick in Bochum Total vor ungefähr 14 Jahren. Gegen Abend ist es soweit. Hannos Band betritt die Bühne. Hanno ist ein Freund von Hartmut. Zuvor muss ich allerdings noch sagen, das habe ich jetzt vergessen, dass bei einem Konzert, bei einer Bühne ein paar Stunden zuvor ein Stage Diver, ist ja auch heutzutage schon wieder selten geworden, oder gar nicht mehr erlaubt ist, ne? Was auch immer. Oder wenn, dann mit Maske. Jedenfalls, er ist geflogen und er war so ein Skater mit so einer Baggy Pants, wie sie früher in waren, diese unglaublich weiten Hosen. Und dann ist der Wind in diese Hose rein, flupp, die Hose aufgebläht und der Skater ist verweht und seither nicht wieder aufgetaucht. Das muss noch zuvor erwähnt werden. Also gegen Abend ist es endlich soweit. Hannos Band betritt die Bühne, und einige kleine Mädchen, die alle wie die Comicfigur Emily aussehen und sich Fetzen von Leopardenfell und Sticker der Turbo-Jugend auf die engen Jeansjacken genäht haben, lehnen an der Brust ihrer riesigen Rockabilly-Freunde mit Tolle und warten auf die Party. Und diese Emilys und diese Rockabilly-Freunde, die da damals Anfang 20 waren, die sind natürlich jetzt Ende 30 und ich würde sagen, die meisten sind Lehrer. Ja? Studienräte. Zwar tragen die jetzt nicht Sakkos mit Ellenbogenflicken, das nicht, aber sie haben halt so ihren Schreibtisch im Lehrerzimmer vollgestapelt mit den nicht korrigierten Arbeiten. Und sie sitzen da und erinnern sich an Bochum Total 2006, wo man noch die Turbo-Jugend kannte und wo Queens of the Stone Age und System of a Down auf den Rucksäcken aufgemalt waren als Logos. So sitzen die Lehrer da mit Ohrwürmern von Serj Tankian im Ohr. High on the wall, high on disorder. Ihr seht, ich werde wahnsinnig. So sitzen sie also da jetzt als Lehrer Ende 30 und verstehen die Jugend nicht mehr. Denn die Jugend hört weder New Metal noch Old Metal noch Rock. Die Jugend hört Capital Bra oder Mero. Also so eine Simulation von Hip-Hop. Der Lehrer wiederum, früher Rockabilly, der sagt sich, wenn schon Hip-Hop, dann doch bitte, wir hatten es gerade, Hydraulik-Auto, G-Funk, Dr. Dre, Snoop Doggy Dogg oder Mobb Deep. Kennt ihr Mobb Deep noch? Mobb Deep, das war wirklich Gangster-Rap aus den Projects, aus den Sozialvierteln. Da gab es eine Zeile, pass mal auf, die ist eine Jahrhundertzeile, die hieß: I'm only 19, but my mind is old. And when things get for real, my warm heart turns cold. Ist das nicht groß? Das ist wirklich großartig. Das meine ich jetzt nicht ironisch, das ist wirklich großartig und bedeutend besser als dann einige Jahre später, so 10 Jahre später, Bushido mit Zeilen wie: Ich ficke deine Tanten, alle weiblichen Verwandten. Ist wirklich eine Zeile von Bushido. Und heute sagt der Lehrer dann, der früher Turbo-Jugend war, im Lehrerzimmer: Heute werden noch nicht mal mehr die Tanten gefickt, sondern es werden nur noch so Laute von sich gegeben. Weil der moderne Hip-Hop besteht hauptsächlich aus so Lauten wie Bra, 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 Bra oder Le, Le, Le. Ja. Aber ich schweife ab.
Am Rande der Emily-Armee stehen die Punks, die sonst hier am Brunnen wohnen, und rufen durch ihre Zahnlücken: Ja, dann zeigt mal, was ihr könnt! Hanno blinzelt uns kurz zu, stöpselt seine Gitarre an und tut so, als sei er eine coole Sau und hätte nicht das Wasser in der Hose. Und dann geht es los. Sie spielen nicht gut, aber sie spielen geil. Eine Sache, die man an den Akademien heutzutage einfach nicht versteht, diesen Unterschied, dass das geht. Nach 5 Minuten ist der ganze Vorplatz in Bewegung. Punks, Emilys und Emily-Freunde walken sich gegenseitig durch. Der Skater, da ist er, der vorhin wegflog, wird vom Wind wieder herangeweht und landet in der Menge. Selbst Sebastian versucht nochmal sein Glück. Sebastian ist ein feinsinniger klassischer Musiker, der im Institut für Dequalifikation, das Hartmut in diesem Buch gegründet hat, um überqualifizierte Geisteswissenschaftler arbeitsfähig zu machen, lernt, wie man rustikaler wird, also Dosenbier trinkt, Currywurst isst und eben auch pokt. Und Sebastian stürzt sich jetzt in den Moschpit und sagt, zur Not machte der Zahnarzt eben 2 Blenden. Also, weil ein Zahn ist ihm schon ausgeschlagen worden. Ach ja, Bochum. Hier ist zum Beispiel, ich habe gerade von Rucksäcken gesprochen, auf denen Bandlogos aufgemalt sind. Hier ist die Statistik aller Kritzeleien, die ich in meiner Schulzeit in Schulhefte oder auf Reklamhefte außen drauf oder sonst wohin oder auf Etui gemalt habe. Zum Beispiel habe ich offenbar 110 Mal, ich habe das, als die Schulzeit zu Ende war, habe ich alle meine Schulhefte dementsprechend ausgewertet. Offenbar habe ich 110 Mal das Logo von Public Enemy gekritzelt in der Schulzeit. Aber erstaunlicherweise auch 127 Mal das Logo von Pavement, einer eigentlich sehr dezenten Indie-Band, die sehr poetisch und leise ist. Immerhin auch 66 Mal AC/DC, 6 Mal Morbid Angel. Aber auch einige Wrestler sind dabei, zum Beispiel 10-mal Giant Gonzalez, 9-mal Shawn Michaels, der Arsch, und 52-mal Hakushi und natürlich 81-mal Bret, The Hitman Hart. Was uns zum Abschluss bringt, zu einer Geschichte, die auch mit Wrestling zu tun hat und die der größte Klassiker ist, den die Hartmut-Bücher je hervorgebracht haben, was die Beliebtheit beim Publikum angeht. Clothesline. Es ist Freitagabend. Hartmut und ich gehen in einem Nebenarm der Fußgängerzone spazieren. Es ist warm, ich kann mit Sandalen durch die Gegend laufen, was meine Laune beachtlich hebt. Ihr merkt, ich kann die fast auswendig. Ein Radfahrer rollt gemächlich in unsere Richtung, als es plötzlich passiert. Hartmut fährt seinen rechten Arm aus, fängt an zu schreien und läuft auf den Radfahrer zu. Clothesline, schreit er, Clothesline, und ehe ich mich versehe, semmelt er den Radler mit seiner ausgefahrenen Schranke vom Sattel. Ich sehe noch dieses, fühle noch dieses fiese Ziehen, als ich sehe, wie sein Hinterkopf aufschlägt. Was war das denn? Frage ich, und Hartmut sagt, eine Clothesline. Weißt du nicht, was eine Clothesline ist? Ja, sicher weiß ich, was eine Clothesline ist. Ich habe 7 Jahre Wrestling gesehen. Aber du kannst doch den Typen da nicht einfach so von seinem Rad rammen. Vielleicht ging es mir auch einfach nur zu schnell. Ich mag es nicht, wenn ich nicht mitkomme. Eben, sagt Hartmut. Ich zeige Ihnen die ganze Absurdität dieses Diskurses auf. Stärke, von wegen Männlichkeit, bedeutet immer zum Kampf bereit zu sein. Prepare to fight, license to kill, der ganze Scheiß. Siehst du, der sieht jetzt, was er davon hat, immer prepared zu sein. Damit hat er nicht gerechnet. Ich fühle mich wie die Putzfrau, die im Museum Beuys Fettecke weggewischt hat. Ja, weil man versteht einfach zwischendurch die Aktionen von Hartmut nicht, die er in so einer wilden Mischung aus Aktions aus Jonathan Mese, Klaus Kinski und Christoph Schlingensief an den Tag legt. Sie tragen jedenfalls den bewusstlos geschlagenen Radfahrer jetzt in einen Hauseingang zwischen türkischem Gemüseladen und Nudelhaus, und Hartmut stupst mich an und hält etwas in der Hand, das dem Mann aus der Hose gefallen ist. Ein weißer Beutel, Koks. Ja, herzlichen Glückwunsch, sage ich. Von allen Vögeln in dieser Stadt musstest du ausgerechnet den örtlichen Koksdealer vom Zweirad holen. Der sieht gar nicht aus wie ein Dealer, oder? Sagt Hartmut. Guck mal hier, das schicke Hemd, die Hose wie vom Katalog. Ein bisschen jung und gel in den Haaren, aber gut rasiert. So gut warst du noch nie rasiert.
Das tut doch jetzt gar nichts zur Sache, sage ich. Glaubst du, wenn man uns jetzt so findet, dann denken die, du hast den Mann zur Subvertierung der symbolischen Ordnung von männlicher Kampfbereitschaft vom Rad geworfen? Nein, die werden denken, dass wir Süchtige sind und pleite waren und den Stoff uns einfach nehmen. Oder ruhig, sagt Hartmut. Koks-Kunden sind reich. Da gibt es keine Beschaffungskriminalität. Ja, Koks-Dealer fahren aber normal auch nicht mit dem Fahrrad. Oder besucht dein Vater seine Kunden etwa auf Inline-Skates? Ich habe nachträglich herausgefunden, dass in den 70er Jahren der Koks-Dealer von so Legenden, Bochumer Legenden wie Ralf Richter oder Claude-Oliver Rudolph tatsächlich mit dem Fahrrad seine Ware ausgetragen hat. Das war aber nicht klar, als die Geschichte entstanden ist. Was machen wir mit dem Mann hier, sage ich, und es klingt drängelnd. Wir sitzen in einem Hauseingang zwischen Nudelhaus und Gemüseladen mit einem bewusstlosen Drogendealer und ohne optische Deckung. Ich glaube, ich darf drängeln. Und ich springe jetzt ein Stück, weil ich mir jetzt vorstelle, nicht nur, dass hier eine Uhr mitläuft, dass hier schon hinten neben der Bühne die Veranstalter stehen und so machen. Und es ist ja so, jeder Künstler, jede Band hat ja auf einem Festival, also auf einem realen Festival, nur eine begrenzte Zeit. Und mich hat das nie gestört, dieses so. Weil wenn du irgendwann an dem Punkt bist, dass du auf einer Bühne stehst, die professionell genug ist, dass irgendwo einer so macht, auf die Uhr tippt, dann kannst du sagen, Mensch, ich mache das beruflich. Dementsprechend springe ich jetzt. Die Polizei kommt, Hartmut wedelt mit dem Tütchen, redet mit dem Polizisten und was passiert? Sie loben. Sie loben die Zivilcourage. Ja? Und Hartmut lügt natürlich wie gedruckt. Der Typ hat uns Drogen angeboten. Wir wissen nicht mehr genau was. Wir haben uns einfach erschrocken, so mitten auf der Straße, in unserer Stadt. Harte Drogen. Wir nehmen sowas nicht. Klar, mal ein Bierchen hier und da. Wir verstehen uns, Herr Oberwachtmeister, das kennen wir doch alle, aber sowas. Er wurde jedenfalls richtig zickig und hat uns beschimpft. Sowas hat man bislang nur in Amsterdam als Tourist erlebt. Und es geschieht genau das, was Hartmut nicht wollte. Er wollte die symbolische Ordnung chauvinistischer Welt als Kampfideologie unterlaufen. Und am Montagmorgen, und da haben wir wieder den Klang, liebe Leute, schreibt darüber im Masterarbeiten, über den Klang in der Hui-Welt. Am nächsten Morgen schiebt mir Hartmut über den Zimtdost die Zeitung zu und nickt wieder nur, als wüsste er nicht, was er davon halten soll. Im Regionalteil steht, dreiste Geschichte, Drogendealer beschuldigt Passanten. Im Übrigen ist das Titelbild dieser Lesung mit der Hausnummer, das ist die Hausnummer 418 von dem realen Haus in der Wimmelhauser Straße, in der die Hartmut WG damals tatsächlich existiert hat. Und auf unserer Webseite der Hombrede ist die Hartmut WG in der Rubrik Schatzkiste, weil es war und ist eine Flash-Seite und Flash ist ja nun nicht mehr unterstützt, außer man drückt absichtlich auf Flash erlauben, immer noch zu besuchen und ihr könnt dort durch Baderezepte und durch die Spielesammlung gucken und ihr könnt die kleinsten Milben im Teppich von Hartmut WG immer noch besuchen. Am vergangenen Freitag erwehrten sich zwei unbescholtene Passanten den Zudringlichkeiten eines Drogendealers, der ihre Weigerung, von ihm Stoff zu erwerben, mit Pöbeleien und Handgreiflichkeiten quittierte. Die Passanten wehrten sich, der 33-jährige Mann stürzte und erlitt eine schwere Gehirnerschütterung. Aber jetzt kommt's. In der Vernehmung beteuerte der Mann, einer der beiden Passanten sei aus völlig heiterem Himmel auf ihn zugestürzt und hätte ihn schreiend vom Rad geworfen. Den Drogenbesitz wolle und könne er nicht leugnen, wenn auch die mitgeführte Menge zum Eigenbedarf gedacht gewesen sei, was mittlerweile von der örtlichen Polizeibehörde widerlegt werden konnte. Diese Sache ist klein, aber oho, so Kommissar Rück. Und wir können dankbar sein, dass es noch Männer gibt, Bürger, die in der Not Manns genug sind, sich zu wehren. Das sind noch die Helden des Alltags, die unseren Helden auf der Leinwand gerecht werden. Vom weiteren Verlauf der Ermittlungen werden wir berichten. Ich senke die Zeitung und sehe Hartmut über den Rand hinweg an. Er macht ein Sach-jetzt-nichts-Gesicht, aber ich kann nicht anders. Tja, mein Held des Alltags, da bist du wohl den taffen, starken Vorbildern auf der Leinwand gerecht geworden, was? So viel muss sein. Hartmut deutet ein Grinsen an, um mir zu sagen, dass ich diesen Spott einmal bei ihm gut hatte, steht auf, atmet und geht ins Wohnzimmer. Diesmal macht er die PlayStation an. Bochum, ich danke euch. Ciao.